Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen und darf erstmal fragen, können Sie mich hören? Tadellos. Ja. Ja. Sehr gut, schön. Wir haben heute ein ganz besonderes Meeting, nämlich ein Online-Meeting und wollen sprechen über ältere Menschen und über die Frage, wie es den Seniorinnen und Senioren im Moment in Deutschland geht und was wir da auch als Seniorenministerium tun können. Und ganz besonders soll es heute gehen um das Thema Einsamkeit im Alter. Wir haben ja im Moment eine nicht ganz leichte Lage für ältere Menschen, aber für alle Generationen durch die Ja. Kontaktbeschränkungen, durch das nicht rausgehen können, sind eben viele Menschen abgeschnitten ein Stück weit von dem Kontakt mit anderen und das ist nicht ganz leicht. Wir haben vereinbart, dass wir mit Elke Schilling anfangen von Silbernetz. Silbernetz ist ein dreistufiges Angebot für ältere vereinsamte Menschen. Die drei Stufen sind unsere Hotline unter der 0800, Sie haben es hier hinter mir, nein, da hinter mir, die 0800 74 80 90, wo ältere Menschen mit Einsamkeitsgefühlen anrufen können, um einfach mal jemanden zum Reden zu finden. Die zweite Stufe sind unsere Silbernetz-Freunde und Freundinnen. Das sind Ehrenamtliche zwischen 20 und 87, die von uns dazu ausgebildet worden sind, einmal in der Woche ihren alten Menschen, der von uns gematcht wird mit ihnen, für ein persönliches Gespräch anzurufen. Marita Gerwin, die hat ihr Mikro sowieso gerade an. Dann können Sie eigentlich auch gleich weitermachen und ein bisschen erzählen. Nach Arnsberg ein herzlicher Gruß. Unser Anliegen ist es seit 20 Jahren, alt und jung ganz intensiv miteinander in Verbindung zu bringen. Wir haben noch Martin Polenz dabei von der Stadt Arnsberg und er ist Leiter der Fachstelle Zukunft Alter. Herr Polenz, können Sie ein bisschen was erzählen? Das, was jetzt Corona betrifft, das stellt eigentlich unsere bisherige Arbeit so ein bisschen auf den Kopf, weil wir ja immer versucht haben, Begegnungsorte zu schaffen, in denen Menschen neue Begegnungen, neue soziale Kontakte knüpfen können, neue Freundschaften eingehen können und auch Neues einfach zu wagen. Und jetzt sind wir auf einmal dabei, wir beobachten, dass ganz viele von diesen Treffpunkten nicht mehr existieren, temporär, und damit auch ganz viel Tagesstruktur und Inhalt auch ein Stück weit Sinn verschwunden ist aus dem Wochenrhythmus. Und hier versuchen wir, ja, das Corona-tauglich jetzt eigentlich wieder zu machen, indem wir einen wöchentlichen, so ein kleines Magazin herausgeben in so einem bürgerschaftlichen Team. Wir haben heute noch mit dabei Dagmar Höche, Vorstandsvorsitzende und Gründerin von Wege aus der Einsamkeit e.V. in Hamburg. Wir haben ihn gegründet, eben um dieses Thema Einsamkeit im Alter, aber auch das Image vom Alter mal etwas positiver darzustellen. Wir haben jetzt in Hamburg und in Berlin 6.500 Senioren zwischen 72 und 94 Jahre geschult. 90% davon sind Frauen, die zu uns kommen. Und damit mussten wir am 18.03. aufhören. Wir durften keine analogen Schulungen mehr machen. Dann habe ich 2 Tage da gesessen und habe gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und habe gesagt, jetzt mache ich täglich außer Samstags Zoom-Meetings. Wir laden jeden Tag von 10 bis 11:30 Uhr Menschen ein, über 65 mit uns das zu machen. Und jetzt haben wir Lesungen, wir haben Rechtsanwälte, die über Versorgungsvollmachten sprechen, wir haben Musiker, wir machen am Freitag die erste Party. Ich Haben wir mach mit. Disc Jockey engagiert und der spielt Schlager 2 Stunden. Wir tanzen also nicht in den Mai, sondern im Mai. Man kann schon eine Menge wirklich auch machen und besprechen und dafür sorgen, dass Sachen, die sonst gelaufen sind, auch irgendwie weitergehen können. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da bekommen auch alle zunehmend Übung drin, auch in den Treffen, die wir jetzt gerade machen. Sonst würden wir uns wahrscheinlich so nicht treffen können. Was wäre denn, wenn wir jetzt uns in Arnsberg getroffen hätten, von Ihren älteren Menschen gekommen auf die Frage, was bewegt Sie? Frau Giffey, vor ungefähr einer Woche ist unsere 105-jährige Frau Hedwig Slom verstorben. Sie ist die älteste Onlinerin Deutschlands, zumindest nach dem Wettbewerb, an dem sie teilgenommen hat. Ihr großes Ziel war, Frau Giffey noch einmal zu treffen vor ihrem 105. Geburtstag. Das ist ihr nicht gelungen, aber sie hat also einen Abschiedsbrief geschrieben, den ich gestern von ihrem 72-jährigen Sohn bekommen habe. Und sie hat gesagt, was sie bewegt, was sie ihnen gerne gesagt hätte, wäre nie aufhören,
anzufangen? Was ich auch in der Lebensphase Alter so beobachte, dass es ganz viele Fragen jetzt gibt, wenn man an den Bereich der Seniorenwohnanlagen, der Pflegeeinrichtungen denkt, mit Besuchs- und Kontakteinschränkungen, dass das eine Situation ist, die nicht lange Bestand haben kann, in meinen Augen. Also da müsste sehr schnell nachgedacht werden, wie kann man da gute Lösungen finden, um gerade auch in der Lebensphase, so in dieser letzten Lebensphase vielleicht, wo es ans Lebensende geht, sich diesen Fragen zu stellen, wie möchte ich selber sterben, wie möchte ich, mit wem möchte ich vielleicht noch in Kontakt treten können. Und ich glaube, das ist wirklich eine brennende Frage. Und ich glaube, das kann man eben nicht vor Ort lösen auf kommunaler Ebene. Da braucht es die Bundes- oder auf höheren Ebenen die Entscheidungen. Ja, finde ich wichtig, dass Sie das ansprechen. Wir haben ja heute auch Kabinettssitzung gehabt. Das ist ja auch nochmal, dass die Modernisierung oder Reform des Infektionsschutzgesetzes beschlossen worden. Das zweite Sozialschutzpaket ist beschlossen worden heute im Kabinett. Da geht es eben um verschiedene Punkte. Einerseits Entlastung der pflegenden Angehörigen, andererseits aber auch die Frage, wie kann man diejenigen, die professionell in der Pflege arbeiten, auch anerkennen über den Pflegebonus. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass wir sprechen konnten, dass Sie erzählt haben aus Ihrer Arbeit, aus dem, was Ihnen jetzt begegnet in dieser Zeit. Das ist für mich ganz, ganz wertvoll, auch für die weiteren Diskussionen, die wir im Bundestag, im Kabinett und auch mit allen anderen unseren Partnern haben. Vielen Dank dafür und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Kraft weiterhin. Alles Gute, bleiben Sie gesund und grüßen Sie herzlich an all Ihre Partner, an die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Wir haben jetzt leider das Mehrgenerationenhaus in Seesen nicht mehr zu uns bekommen. Da hat die Verbindung nicht gehauen, aber wir grüßen auch Seesen. Und alles Gute für Sie. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.